So, willkommen zurück. Es geht jetzt um den angekündigten zweiten Teil von der Wartung von der Pan Spinfisher 5-3500. Ich habe gesagt, das Bremsensystem mache ich in einem extra Video ganz kurz zur Erklärung. Also, die Pan Slammer 5 hat ein Kopfbremsensystem, ganz konventionell auf den ersten Blick. Also hier haben wir den Bremsknopf, der da oben drauf sitzt und da unten drunter eben ein Bremssystem. Aber auf der anderen Seite, auf der Unterseite der Spule, haben wir noch was hier. Da steckt noch viel mehr drin und das ist das Pan Slammer System. Und das wollen wir jetzt mal kurz zerlegen, um zu zeigen, wie man so etwas wartet und ausbaut. Wir haben hier auf der Vorderseite, das machen wir zuerst. Jetzt muss man gucken, vielleicht das ein wenig heranzoomen. So. Auf der Vorderseite haben wir, wie bei vielen anderen Stationärrollen auch, die ich gezeigt habe mit Frontbremse, diesen sechseckigen Clip da drin, diesen Bügel. Der muss herausgenommen werden mit einem kleinen Stichling. Der sitzt da unten in so einer Vertiefung drin, in so einer Rille. Und wie immer, da kommt er. Nein, noch nicht, er ist widerspenstig. Haltet den Finger drauf, haltet die linke Hand drauf. Hier, das ist dieser sechseckige Clip. Sieht man ihn? Der fliegt weg, wenn man nicht aufpasst. Dann gehen wir hier hinein und nehmen einfach wieder mit einem Stichling oder mit einem Zahnstocher diese Bremsscheiben heraus, die wir da drin haben. Und hier haben wir hier vorne nur zwei. Also, hier ist diese Einkerbung, dieser Tunnel, wo die Bremsscheiben drin sitzen. Dann haben wir hier eine HT100 Bremsscheibe, nur eine. Und darauf haben wir eine Metallscheibe. Das war alles in diesem Fall. Da müssen wir nichts machen. Diese HT100 Scheibe ist gefettet. Ich gehe hier mal ganz kurz rein. Kleines bisschen Säuberungsarbeit mache ich hier in diesem Kanal, weil ich glaube, da war etwas viel Fett drin. Diese Feder mache ich auch etwas sauber, tupfe das hier einfach mit dem Tuch etwas ab und dann zurück damit. Scheibe wieder rein, sie ist gefettet. Die Metallscheibe wieder rein und dann kommt der Clip hier wieder rein. Und da müssen wir mal gucken, wie das geht hier. Vorsichtig hineindrücken, es klickt. Er sitzt in der Vertiefung, also das wieder einbauen geht leichter als das Ausbauen. Das war's schon. Gut, dann gehen wir hier an die Unterseite. Da haben wir drei sehr, sehr kleine Kreuzschlitzschrauben hier unten. Ich weiß nicht, ob man das am Video sieht. Und damit können diese schwarzen Systeme, dieser Einbau, den wir da unten sehen, herausgenommen werden. Gut, jetzt probiere ich das mal. Dafür brauchen wir einen sehr kleinen Schraubenzieher dafür. Jetzt muss ich nur gucken, wo ist er? Hier. Also nehme ich hier so einen Mikroschraubenzieher dafür. Und gucken mal, ob wir da reinkommen. Oh Gott, ich sehe schon, wenn ich das wieder zusammenbaue, das wird ein Drama, diese winzigen kleinen Schrauben dort wieder in die richtige Position zu bekommen und festzudrehen. Aber sehen wir mal. Das ist bei der Rollenreparatur immer das Schlimmste oder das Unangenehmste, winzige Schrauben oder kleine Federn. Drehen wir das mal um und schauen, was da herausfällt. Eine kleine Schraube. Ich folge jetzt nicht meiner eigenen Regel und tue die nicht in eine Plastikschale, sondern lege sie hier auf das Papiertuch vor mich, dass ich sie im Auge behalte. Da wird schon nichts passieren. Zweite herausgefallen, die dritte ist widerspenstig.
dritte will nicht. Jetzt seht ihr, jetzt wird es knifflig. Ich fange hier schon an, mit einer Pinzette herumzufuhrwerken. Jetzt haben wir die dritte endlich auch heraus, Gott sei Dank. So. Und jetzt haben wir hier dieses System. Das klopfen wir einfach heraus. Also, tja, muss mal gucken, was da los ist. Das lege ich mal hier beiseite. Diese Kappe, diese Deckel, die da drauf war. Und hier unten haben wir 1, 2, auch HT100 Scheiben von Penn. Die haben hier an der Seite so kleine, die sind sechseckig und haben an der Seite so kleine Ausbuchtungen, Aussparungen, die dann hier unten in der Spule, und die ist sehr verschmutzt, das werden wir jetzt mal gründlich reinigen, wiederum in so kleinen Kerben sitzen. Da werden die dann fixiert. Und hier in der Mitte haben wir dann noch eine Metallscheibe. So. Ich werde das jetzt hier erstmal reinigen, das sauber machen mit einem Wattestäbchen. Und jetzt muss ich gestehen, wie ich habe es im anderen Video gesagt, diese Rolle gehört mir, sie ist ungefähr 3 Jahre alt. Nicht allzu stark befischt worden oder nicht allzu schwer im Einsatz gewesen. Und ich muss jetzt zugeben, ich habe hier unten diese Bremse noch nie aufgehabt. Und irgendwie sieht man das auch, das ist sehr, das war sehr verschmutzt da unten. Und es war auch sehr viel Fett drin. Ich tupfe das hier mal ab. Diese zwei Carbon-Text-Bremsscheiben. Diese Metallscheibe ist blank und sauber. Ich tue jetzt hier auf diese HT100, Entschuldigung, ich sage Carbon-Tex, aber es ist HT100, tue ich eine dünne Schicht Kerls Grease drauf. Nicht viel Kerls Drag Grease, das wird empfohlen für diese Carbon-Tex oder Carbon-Bremsscheiben. Das muss nicht viel sein. Ich tupfe die hier einfach so kurz in den Topf mit dem Fett, verteile das mit den Fingern. Danach muss man sich die Hände natürlich gründlich waschen. Das muss nicht viel sein. Die Idee ist, dass die ganzen Bremsscheiben flexibel bleiben. Bei diesen HT100 Scheiben, die kann man fetten. Mit Bremsenfett muss sie aber nicht fetten. Gut, dann kommt das Ganze hier wieder rein. Die werden da wieder reingelegt, dass die auch richtig wieder sitzen. Drücken wir es leicht herunter, dass es plan sitzt. Es folgt dann hier diese Metallscheibe in der Mitte. Und dann kommt hier diese zweite HT100 Scheibe. Diese, in dieser speziellen Form, also eine rechteckige Bremsscheibe mit kleinen Ausbuchtungen an der Seite, die diese Bremsscheibe dann in der Spule fixieren. So. Dann gucken wir mal, dass alles wieder gerade und plan drin sitzt. Das sieht gut aus. Und jetzt gucken wir mal uns das hier an, was das ist. Das kann man auch auseinandernehmen. Wir haben dann hier zwei Teile. Das hier ist einfach ein, ja, der Kragen oder das Haltesystem, was das dann da drin hält. Und hier haben wir, schauen wir mal, wie das auseinander geht. Hier haben wir noch so ein Metallstück, eine Pressplatte, die auch sehr stark, vielleicht zu sehr mit Fett bedacht wurde. Ich wische das jetzt mal ab, allein schon um zu sehen, wie das genau aussieht. Und nochmal, dieses Bremsensystem, bei dieser Rolle habe ich noch nie geöffnet, kenne ich eher aus der Theorie. So sieht es dann aus, dieses Teil.
Ich habe es etwas gesäubert von Verschmutzungen. Das sieht gut aus, so wie es ist. Und dann wird es wieder, Moment, hier haben wir auch noch einiges an Dreck, den wir entfernen sollten. Dann wird das wieder so zusammengesetzt. Dieser rote Ring, der zeigt nach außen. Also den müssen wir dann hier wieder sehen. Und dieser Bügel hier, hier sehen wir so einen kleinen Bügel. Hier an der Seite, na, wo bin ich hier in der Kamera? Da. Dieser kleine Bügel, der läuft hier innen drinnen in diesem, in so Zahnrädern. Und das ist dann der Klickmechanismus. Gut, das war's. Und dann setzen wir das hier wieder drauf. Und hoffen, dass wir diese winzigen Schrauben auch gut da wieder hineinbekommen. Was hilft ist, wenn man mit so einem Stichling hier die kleinen Löcher sucht und das dann schon so vorsortiert sozusagen. Mit einem kleinen Stichling die Löcher festmachen und dann hat man wahrscheinlich das Glück, dass man die kleinen Schräubchen auch wieder gut hineinbekommt. So, jetzt kommt der spannende, für mich unheimlich spannende und für die Zuschauer wahnsinnig langweilige Teil, nämlich diese kleinen, diese winzigen Kreuzschlitzschrauben hier wieder an die richtige Stelle zu bekommen. Da bitte ich jetzt einfach um Geduld und Nachsicht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, diesen Bremsenservice zum Gegenstand eines Videos zu machen. Und da lernen wir gleich etwas, eine Grundregel. Das ist tatsächlich so. Je neuer und je moderner die Rollen werden, desto kleiner werden die Schrauben, desto komplexer wird der Aufbau und desto schwieriger wird oft die Wartung der Rolle. Und was tatsächlich zählt, oder was man tatsächlich sagen muss bei Angelrollen, meiner Meinung nach, jetzt. Simplicity rules. Also, ich persönlich muss sagen, je einfacher und je übersichtlicher eine Angelrolle aufgebaut ist, desto lieber ist mir es. Und oft ist es so, desto robuster, zuverlässiger und langlebiger sind sie oft. Nicht immer, aber oft. Also, was man bei manchen modernen Rollen da verbaut, was sich die Ingenieure, die Konstrukteure dabei gedacht haben, da fragt man sich schon, geht's noch? Ich habe hier zum Beispiel auch noch kein Video über eine Freilaufrolle eingestellt. Vielleicht fragt sich da der eine oder andere, wo bleiben die Freilaufrollen? Das sind ja sehr, sehr populäre Rollen für viele verschiedene Angelmethoden. Freilaufrollen sind die Hölle, wenn man sie wartet, wenn man sie repariert. Es ist tatsächlich so, der Innenaufbau ist so komplex, sie sind so eng gebaut. Es ist so wenig Platz für Schraubenzieher, für Arbeiten, dass es wirklich zum Teil eine Qual ist. Und ich habe mal gesehen, es gibt ja im Netz, man findet Leute, die Rollen warten oder reparieren. Da gibt es ja Anbieter. Und die nehmen tatsächlich für Freilaufrollen das Doppelte. Also viele Anbieter, die Rollenreparaturen oder Rollenwartungen anbieten, Geschäfte,
Das sind Profis, die haben Erfahrung, die kennen sich aus, die machen das auf hohem Niveau und die haben dann oft so Festpreise für eine normale Rollenwartung, wenn also keine teuren Ersatzteile oder ähnliches nötig sind. Und die nehmen dann für die Wartung einer Freilaufrolle pauschal den doppelten Betrag. Einfach weil es oft so lange dauert oder weil es so kompliziert ist oder so kompliziert sein kann. So, gut, das war's. So sieht das Ganze aus. Die kleinen Schrauben, die kleinen Schräubchen sind Gott sei Dank wieder drin. Dieses System sitzt wieder an seinem Platz. Dann schauen wir mal, ob es klickt, ob es funktioniert. Tun wir die Spule wieder drauf. Na, man sollte das vielleicht in die Kamera halten. Also Rolle dreht sich nach wie vor und die Bremse funktioniert auch. Sie lässt sich zudrehen, jawohl, sie hat Biss und der Klick ist auch da. Gut, so viel also zu einer Bremsenwartung einer Pan Spin Fisher 5 mit dem sogenannten Pan Slammer System. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.